Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 8. Dezember 2014 und dies ist die vierte Folge. Mein heutiger Gast ist Simone. Und wir haben uns die vierte Folge Kottern angeschaut. Genau. Gleich einmal zum Anfang. Die Simone ist unsere erste Frau. Also eigentlich in der Aufnahmefolge unsere zweite Frau, aber bei der ersten Folge von Kottern die erste Frau bei unserem Podcast. Gleichberechtigung. Ich muss einen gewissen Schnitt halten. Die Quote erfüllen. Ja, richtig, genau. Und Episode 4 heißt gleich einmal Nachttankstelle und darum geht es ja auch in der ganzen Folge. Und gehen wir gleich hinein. Du hast schon mal Kottern davor gesehen, aber nicht wirklich, oder? Ja. So wie mit allen meinen Gästen bis jetzt war es immer nur so ein bisschen. Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, den Resetaritz gesehen in den Kottern-Folgen. Mhm. Und was mir halt sehr in Erinnerung geblieben ist, sind immer diese Eskapaden mit der Kaffeemaschine. Ja, ja, aber das sind eben spätere Witze. Derzeit ist die Kaffeemaschine derzeit noch eine Frau. Ja, genau. Ja, ist noch die Sekretärin. Eben, genau. Wahrscheinlich, wo wir gesagt haben, die Tochter vom Regisseur. So wie sie geschauspielert hat. Ja, ihr schauspielerisches Talent hat jedenfalls das. Ja, also überhaupt generell, also du bist ja Schauspielerin selber, Ausgebildete, ja, und du hast dich nicht halten können vor Kritik. Ja, genau. Ja, na, es ist zum Teil, ist halt, habe ich nicht so mehr in Erinnerung, dass die so hölzern. Noch, ja, genau, das noch sehr hölzern. Und sehr tapsig auch gespielt wird. Also ja. Ich habe mir aufgeschrieben, also manchmal so haben sie echt gespielt wie so im Kindergarten. So, ja, genau. So die Reaktionen. Jetzt machen wir so eine Szene. Aha, und jetzt reagiere ich. Als hätten und sie das auch als so, ersten, wie es der Regisseur gesagt hat. Ja, genau. Als hätten sie das Regiebuch genommen, aus dem Fenster geworfen und so. Jetzt schreiben wir den neuen Text. Ganz im Gegenteil eigentlich. Sie haben genau Wort für Wort das Regiebuch befolgt. Also, jetzt okay. Mache ich so, weil der Regisseur gesagt hat, jetzt mache ich so. Also, okay, ja. Aus mir heraus so, jetzt tue ich das. Und es so wie du glaubst, dass der Charakter sein genau, soll. Also sondern es wirkt eben sehr hölzern, sehr hohl. Also ja. Auch zum Beispiel Blicke, weil gerade im Film ist es ja so, also weißt du, auf der Bühne ist es ja wurscht, wie du schaust, weil da sind eigentlich, du hast größere Gesten und so, weil sonst kriegst du die Burgtheater, die oberste Ja, und keiner, Reihe, zoomt, keiner genau. zoomt auf dein Gesicht genau, zu. Genau, aber im Film sind eben Blicke und das ist alles extrem wichtig, ja. Weil du hast die Close-Ups und das schauen die meisten dann immer so. Aber die Close-Ups waren großartig. Die ja, waren großartig, weil alle ausgeschaut haben, als hätten sie gerade erschreckt und gesagt, wir filmen dich jetzt. Ja, und genau, sie so, oh nein. Shit. Ja. Ich bin eigentlich Kameramann. Ich wurde nur, weil einer ausgefallen ist. Ja, oh, eben. Scheiße. Ja. Ja. Aber gut, es ist, ja. Ja, also wir könnten über deren Schauspielertalent könnten wir noch wesentlich weiterreden. Ja, das erste ja, ist der Fall. Nicht. Es geht um den Fall einmal. Genau. Also Nachttankstelle, weil es ist Minute 10 oder so und dann kommt der erste Mordfall gleich einmal. Ja. Der Tankstellen, also erstens einmal, die Tankstelle wird einmal überfallen, ja. Was schon mal einer der besten Überfallszenen überhaupt ist, weil deren Reaktion ist so, oh nein, ein Überfall, Scheiße. Oh, eine Waffe, ja. Oh nein, was, sie wollen meine Schecks auch noch? Blöd. Oh, nein, das sind ja ganze 1500 Schilling. 7500 Schilling in 1980er Schilling ist nicht schlecht. Ja. Und überhaupt Schecks, weißt du, dass jemand, heutzutage keiner hat mehr ein Scheckbuch. Wobei mit. Bei so einem Naseweis, also der den überfallen hat, der war ein total schlacksiger Typ. Und den hätte man wieder tackeln können. Ja, oder beziehungsweise sagen können, oh, ich habe nur 500 Schilling. Ja, genau. Blöd. Ja, eben. Und dann fladert er vor allem das Auto auch noch. Das war gut. Einer der wenigen Jokes, die wirklich aufgegangen sind, weil sie wurden eingesperrt in der Tankstelle oder wo der Bart halt drinnen ist, der Tankstelle. Ja. Genau. Und dann so, ja, hast du jetzt auch noch die Schlüssel im Auto stecken lassen und der fährt da gemächlich im Auto noch weg. So, hau kein Wien jetzt. Ja, vor allem, weil sie ja nicht das Glas von irgendwas, was die Wartkabine war ja nur verglast. Sie hätten einfach irgendwas einschlagen können. Nein, sie bleiben drinnen sitzen, als würde nicht. Genau. Ja. Sind ja nur 7500 Schilling weg. Und das Auto. Ja.
Ja, genau. Aber das Glas müssen wir schützen. Und gleich danach eben wird die Tankstelle noch einmal überfallen. Ja. Nachdem die Polizei aber da war und alles. Ja, genau, von einem riesigen, also riesigen, im Vergleich zum Tankstellenwart, größeren Herrn mit Skihaube. Junge. Ja, junge Skihaube, der dann eben den Tankwart, wie heißt er nochmal? Der Harald. Harald. Der eigentlich ein lieber Bursche war. Eigentlich mit Flinsel. Ja, mit Flinsel. Nein, eigentlich ein generell ein netter Bursche. Erschlagen wird. Und so ein bisschen Haarschnitt, so John Lennon-mäßig. Ja, so. Und er wird eben erschlagen und das führt eben dazu, dass eben Cotton einberufen wird, weil es ist jetzt eben ein Mordfall und nicht mehr ein normaler Raubüberfall. Wobei, also man muss ja auch noch sagen, also nach diesem Raub ist er dann schon das Raubdezernat gekommen. Angeführt von einer Frau. Sehr gut, löblich vom ORF, eine Frau da an diese Stelle zu setzen. Und, noch die anscheinend auch fähig ausschaut. Und eigentlich auch und schauspielmäßig mir auch sehr gut gefallen hat. Ja. Davor als einzige Frau wirklich was davon hatte, war nämlich die von der Spurensicherung. Ja, genau. Die CSI-Lady war davor die einzige, die in den vorigen Folgen überhaupt irgendwas zu sagen hatte als Frau. Ja. Wenn sie nicht gerade, also auf der Polizeiseite meine ich jetzt, weil sonst gab es schon andere Frauen, die auch Rollen gespielt haben. Aber ja, und dann natürlich hat es gleich einmal eine von dem Raubopfer eine sexistische Meldung geschoben. Ja, also, dass es das auch noch gibt, eine Frau, dass das sowas gibt. Aber ich finde, sie haben es sehr schön... Ja, weil keiner hat ihn bestätigt in dem, was er gesagt hat. Ja, genau. Ja, das fand ich überhaupt sehr schön gelöst, weil er hat sie eben dann hergezogen über eine Frau im Raubdetonat und was soll das? Und, und dann hat er eben die Kellnerin bei der Tankstellenreste irgendwas gesagt, so, dass sie ihm was bringen soll und so, und sie hat ihm einfach nur angeschaut und so, ne? Ja, so eben, nicht mal. Ja, eben, das kannst du selber holen. Ja, genau. Und es ging ums Telefon. Er wollte ein Telefon haben und sie so, er kann ja selber hingehen und telefonieren. Ja, genau, also sehr schön gelöst. Also absolut. Sehr aufgebauscht worden. Ja. Und eben, also der Typ hat einfach das gesagt, was man sich wahrscheinlich damals so gedacht hat, wo eine Frau überhaupt jetzt hat. Und es wurde nicht aufgebauscht. Das fand ich sehr schön. Ja. Also das ist das, wo ich gemerkt habe, bei solchen Momenten, dass sich schon der Regisseur und alles... sich was da bedacht hat. Ja. Und man merkt auch, sie denken sich eh was dabei. Es ist nur... Es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Es ist sehr studentenhaft noch gelöst und aufgelöst. Also man weiß, aber, wo er hin will, aber... Ja, dazu noch später, aber jetzt gehen wir nochmal beim Fall weiter. Also der Harald ist tot und es stellt sich eben heraus, dass der Harald Drogen genommen hat und auch die Drogen weiterverkauft hat und dass eben er eigentlich das gemeinsam inszeniert hat, weil er ist Teil von einer Gang, einer Biker-Gang. Vor allem, weil Biker-Gang anscheinend damals schon qualitativ genug war, wenn du ein paar Mopeds hattest und eine 250er-Maschine, das war anscheinend schon genug, um eine Biker-Gang zu sein. Ja. Außerdem, Security, also Fahrsicherheit war damals, hat sich noch keiner einen Scheiß drum gekümmert, die Beisitzenden am Motorrad hatten keinen Helm, Dad. Also, das ist zum Beispiel auch was mein Dad mir immer erzählt hat, so damals hatten wir noch nichts so Helme. Ja, und deswegen hat es wesentlich mehr Todesopfer im Verkehr gegeben. Ja, wie man ja auch gesehen hat, dann bei der Anfangsszene oder... Es ist keiner umgekommen. Aber wo man die Biker-Gang gesehen hat, also man hat gesehen, wie sie so junge Burschen so ein bisschen in der Pampa herumfahren mit 10 km/h Durchschnitt. Ja, nein, aber zuerst habe ich geglaubt, es sind Gartschupfer. Nein, es sind Mopeds. Es sind Mopeds, Also ich glaube, die haben sich für die Szenen, wollten sie Gartschupfer haben, aber sie haben sich keine leisten können. Also haben sie einfach. Also auf haben jeden sie Fall. Was damals hart war, ist jetzt eher, wird jetzt abgelacht, weil jetzt sind sogar die Biker-Gangs, mit Anführungsstrich, die bei Mackie immer am Parkplatz herumstehen, sind schon härter drauf als die. Ja, absolut. Ich habe einen Freund von mir, der härter ist als die Typen. Ja. Die sind also, nicht hart. Also. Ja, eben, es ist... Na, und vor allem, also, wo man... Aber man merkt ja dann, dass sie eben HTL-Schüler noch sind, also irgendwas zwischen... Ja, genau. Also, und sie sind in der 8., das heißt, sie sind 17 oder 18 Jahre alt. Oder 16 zum Teil noch, 16, 17, 18, sowas. Ja, genau. Also die sind, wow,
Also die einer schaut mehr wie ein Bursche aus als der nächste. Ja. Und auch sehr interessant. Vor allem, weil du gleich einmal getäuscht wurdest und eine von denen war ja eine Frau, genau. Also ein Mädchen. Nein, aber ich habe es ja auch geglaubt. Es war wirklich zum Teil, also zum ersten, also als ich das erste Mal das gesehen habe, so, ah ja, ist eine Frau. Dann sagte man, na, ist ein Junge. Ah, doch, eine Frau. Ja. Weil alle eben wirklich denselben Haarschnitt haben. Ja, nein, und die gleichen Hosen vor allem, ja. Die gleichen Karottenjeans, die gleichen Hemden. Sie haben alle irgendwie gleich ausgeschaut, ja. Als hätten einfach sie in irgendeinen den gleichen Klamottenladen geschickt, ja. Und so. Ihr könnt euch ein Outfit aussuchen und das bleibt jetzt für den Rest der Folge. Ihr schaut jetzt alle so aus. Ja, genau. Und einen Haarschnitt kriegt sie und das war's. Ihr kriegt alle den gleichen Haarschnitt. Und der eine, der sich unterscheiden muss von den anderen, der kriegt eine Brille und das war's. Genau. So viel das Charakter kriegst du kriegst eine Brille. Was dich extra Dusche ausschauen lässt, weil die Brille war furchtbar. Ja, die war aber auch das, so eine John Lennon-Brille. Es war, nein, das war Paul McCartney-Brille. Die mit den getönten Scheiben. Ja, einfach, so eine Paul McCartney-Brille. Meine Oma hat solche Brillen getragen. Selbst meine Oma weiß jetzt, dass die scheiße ausschauen. Und der hat nämlich, der Schauspieler ist, also hat besonders gut gespielt. Also der hat wirklich gelesen, als würde er nicht ganz wissen, was jetzt im Textbuch kommt, aber ich sag mal was. Ja, und ich eben genau, das war genial gemacht. Und sie haben dann eben, und der Fall geht eben so weiter, dass dann eben noch jemand stirbt, und zwar eine Prostituierte. Genau. Und das hilft eben dann dem Ganzen auf die Sprünge. Genau, wobei, ich muss sagen, wieder mal nicht der Cotton macht die beste Kriminalarbeit, sondern sein Kollege, der Einbeinige, der definitiv mehr hinter dem Fall hinterher ist als alle anderen. Ja, das ist genau der Einzige, der eigentlich und die Dame. Ermittelt. Ja. Ja, und die Krimi. Ja, die aus von der Raub. Raubdezernat. Vom Raubdezernat. Das sind die einzigen zwei, die sich wirklich Mühe geben. Ja. Der Rest ist immer nur so, ja, das ist schon Dienstschluss, jetzt machen wir halt nichts mehr. Und ja, es ist einfach tipptopp. Also, und dann eben stellt sich halt heraus, dass eben die große Auflösung am Schluss ist, dass eben nicht der, den man die ganze Zeit sieht, dass er der Bösewicht sein könnte, nämlich der Bruder vom Harald, der Mörder ist, sondern ein Klassenkollege, der eben auch in die Prostituierte, die eben gestorben ist, verliebt war, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall wollte er Geld. Er wollte Geld, damit er sie bezahlen kann. Und das war für mich halt auch sehr schade, weil es ist doch eine Folge, die circa anderthalb Stunden dauert und dann ist das Motiv Geld. Und ja, nein, also die Auflösung war ein bisschen warum? Reingeschoben. Ja, und vor allem, also ganz ehrlich, also... Die Auflösungen von bis jetzt waren definitiv besser als die hier. Das muss ich schon zugeben. Ja. Ja, also von den späteren Folgen mal abgesehen. Aber das, ich weiß nicht, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass damals die Leute auch oder so waren, dass sie sich mit dem abgefunden haben, so ja, wegen Geld. Ich glaube, es war eine von den schwächeren Folgen. Ja, definitiv. Ich glaube auch. Definitiv. Ja, also der Fall war, die Schauspieler waren, Die Set-Pieces waren, aber jetzt kommen wir zu etwas, was ich meiner Meinung nach wirklich großartig fand, die Witze. Ja. Die waren zum Teil genial. Also zuerst einmal gleich einmal, dass der beste Strickjackenwitz aller Zeiten. Der Cotton hat anscheinend in einer Szene eben eine Strickjacke an. Warum auch immer. Warum auch, eben meine Theorie ist, dass die Mutter, die dauernd strickt, die Frau von ihm, eine Strickjacke geht. Jedenfalls, er klemmt sie sich beim Auto ein und es fängt sich eben dann über 5 Minuten, 6 Minuten, wie lang dauert die Szene? Ja, circa. Sich immer mehr auf. Genau, es ist eben da, wo eben Harald ermordet wurde, also der zweite Überfall und Cotton kommt an die Szene und eben Strickjacke, der Faden bleibt hängen im Auto und er geht und geht. Und was ich an der Szene, also super fand, weil am Anfang ist einfach so, er geht zu der trauernden Mutter hin und es war also sehr übertheatralisch gespielt. er haut ihr mehr oder weniger auf den Arm hin und sagt so, es tut mir leid.
Weißt du, ich kann besser. Es hat eher so ausgesehen, so, ah ja, das muss ich auch noch machen. Ja, genau. Das habe ich vollkommen vergessen, dass ich ja noch den Tod von ihrem Sohn betrauern muss. Ja, auf jeden Fall. Und während er eben sie tröstet oder er Beistand gibt, läuft eben die vom Raubdezernat durch und bleibt beim Faden hängen. Und dann sieht sie dann nach hinten gehen zu einem Auto und kommt dann drauf, ah, sie ist wohl hängen geblieben. Ja, von jeder sieht den Faden, niemand sagt dem Cotton was. Er bringt dann sogar die Freundin vom Mordopfer nach Hause und fällt dann mit beim Aussteigen. Oh Mann. Weißt du, ihr kennt vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Witz, wo eine Bananenschale liegt und jeder weiß, was passiert in einem alten Cartoon aus den 20ern oder 30ern. Genau das gleiche war mit einem offenen Kanaldeckel. Oder ich habe mich erinnert an diese Tom und Jerry Folgen. Genau, richtig. Verfolgungsjagden. Ja, oder Roadrunner. Ja, genau. Ein offener Kanaldeckelschacht und es steht sogar ein Schild vor dem Schacht, offener Schacht. Sie halten an dem Bild, keine Ahnung, die Kamera hält da 15 Sekunden oder so, damit jeder weiß. Okay, da wird jetzt jemand jetzt rein. Kommt was. Und wie es passiert, dann fallt er rein, aber dann wird's gut, nämlich, weil dann gibt's die Szene, wo dann auf einmal ein Schnitt ist und er kommt nach Hause und auf einmal hat er einen Frack an. Ja. Und man sieht im Fernsehen. Und seine Frau sagt dann so: Schatz, was ist los? Ja, das habe ich immer zur Arbeit an. Ja, eben, weil er anscheinend. Genau, und das ist im Wohnzimmer und im Fernseher spielt eben die Szene, wie er gerade im Auto sitzt und also die Freundin nach absolut Hause fährt. Absolut Meta, weil er dann auch noch ins Publikum schaut, was diese Folge wieder ein paar Mal passiert. Ja. Und mit dem Publikum redet. Spitze. Also ja, ich mag ihn. Ich mag den Schauspieler. Ja, und er sagt eben dann drauf so, ne, also er hat eben beim Fernsehen angerufen, weil das, was im Fernsehen gespielt wird, ist so, ein ja, totaler genau, richtig. Schaß. Was wir uns gedacht haben. Genau, und das haben wir uns die ganze Zeit gedacht, während dieser Strickjacken-Szene. Es ist witzig, der Gag, aber Was soll das? Ja. Es ist ein totaler Scheiß. Und dann zum Schluss eben von dieser Szene die Auflösung. Ja, es ist ein Scheiß. Er ruft dann an, es ist ein Scheiß. Ja. Und Tipptopp. Und das fand ich so schade, weil das kam nur einmal in dem ganzen Film. Sie haben die Strickjacke nie wieder aufgenommen. Nein, es kommt und nie generell wieder vor. Dieser Joke, dass sie dem Publikum dann sozusagen die Worte aus dem Mund nehmen und eh wissen, was sie da produzieren. Ja. Und dann, das ist nämlich wirklich lustig, weil man fühlt sich dann ertappt. Es ist ein richtig guter Bruch. Ja. Und, nein, aber wie gesagt, das war eine Ausgabe. Das kommt leider nur einmal vor und das fand ich so schade. Aber wie gesagt, das war ein wirklich guter Witz. Ja, dann gab es auch noch die Werbung mit dem Rauchen. Mit, wie heißen sie noch? Donauland-Zigaretten oder irgendwas mit Donau? Schönbrunn-Zigaretten. Ah, Schönbrunn, okay, ja. Schönbrunn-Zigaretten und der Typ raucht halt, umgeben von Frauen, die auch rauchen. Und er so, ja, ich rauche halt die coolen, naja, er sagt nicht mal cool, er sagt irgendwas anderes. Die für den modernen Mann, irgendwas ja, in der, jedenfalls er raucht und hustet halt währenddessen und raucht weiter. Er stirbt mehr oder weniger auf der Kamera, was in einer während Folge... Während die jungen Leute exzessiv rauchen. Ja, als wäre das Beste überhaupt. Ja, vor allem der Kott, dann raucht er selber, also es ist, ich ja, weiß... Vorher noch die Werbeeinschaltung mit der Chris Lohner mit der Schachtel-Leber-Zirrhose. Oh Gott, das war der beste Witz überhaupt. Also, was war's? Es ging darum, dass man eben der Leberzirrhose Schach gibt und deswegen heißt die Aktion Schachtel-Leber-Zirrhose. Genau, und dann fragt sie eben, und jetzt unsere Frage der Woche. Die Frage der Woche: Wie heißt die Aktion Schachtel-Leber-Zirrhose? Und es ist so saublöd, dass sich die Charaktere sich selber gegenseitig anschauen und so. Jo, mei. Was soll ich drauf jetzt sagen? Aber das Beste ist ja, das ist eine absolute echte Kritik, die ja jetzt immer noch so ist, weil diese dämlichen Rufanfragen sind immer noch gleich dämlich. Ja, genau. Das ist immer noch, weißt du, sie haben, in 30 Jahren haben sie nichts dazugelernt. Oder es funktioniert einfach. Ja, genauso wie man, wenn man jetzt eben also auf moderne Sicht hin, wenn man zum Beispiel manchmal TAF oder so schaut. Auf genau, Sieben, ja. Und dann ist auch so, ersetzen sie jetzt den Buchstaben bei Urlaubs. Buche ja, ja. Oder Urlaub oder was war da mal
Wasser. Ja, wir wissen alle, was es ist. Wir haben alle mal ferngeschaut und ja, es ist und es einfach fehlt dämlich. Nur ein Buchstabe. Ja, eben, es ist es super, super, super dämlich. Buchstaben. Ich frage mich nämlich, weil das muss irgendein Mensch schreiben. Irgendein Mensch muss diese Fragen schreiben. Ja, ich glaube. Ich möchte diese Person kennenlernen. Ich möchte wissen, wer das ist, weil das muss irgendwer machen. Das ist, ich muss ja, das wäre wirklich mal so. Ja. Wie kommt ihr drauf? Naja, ja. Also wir überlegen uns ein tolles Wort und dann schreiben wir das an die Redaktion. Ja. Nehmen das jedes Mal. Also wie gesagt, also es ja. ist der, also ich habe mir ja aufgeschrieben, dass eben der, ach, es ist einfach, die ganzen Witze sind, dann wieder der Kaffeewitz taucht wieder auf, den du ja noch nicht kennst aus den vorigen Folgen, aber der menschliche Kaffeeautomat, eben die Dame, die Sekretärin eben macht wieder einen heißen Kaffee und der Plastiklöffel ist komplett verbogen und zerschmolzen. Zu heiß. Und er sagt eben zu heiß und dann sagt der Schremser, sagt eben dann der Paul, der jetzt wird der in der Folge wieder nur Paul genannt. Der Paul, der Einbeinige, wird eben dann, sagt dann eben wieder den klassischen Spruch, er kochen muss ihn schon. Und dann verbrennt sie sich die Pappen dran, weil sie in den Kaffee stehen lassen. Ja. Also irgendwie, niemand ist vor diesem Kaffee sicher. Ja, ja, irgendjemand unterwischt sie immer. Ja, ja. Und dann der Chef fliegt aus dem Fenster, den sehen wir nur ganz kurz, der Chef vom Kottern rennt wieder einer Fliege nach und stürzt aus dem Fenster. Und dann wird noch eine, dann haben wir noch mal ein extra, also eine Statistin, ja, die unbedingt so, oh, ah, nein, um sie Gott, sie putzt gerade ein Fenster. Oh, nein, ah, da ist jemand aus dem Fenster gefallen. Oh, ja, ich weiß nicht, woher sie diese Leute haben, aber ich glaube, sie haben sie einfach von der Straße aufgelesen. Nein, aber... Glaubst du wirklich, dass das Schauspieler sind? As a fact, kann ich aus Erfahrung sagen, es gibt sehr viele, die nur in den Statisten-Business sind, bis heute, die nicht wirklich eine Schauspielausbildung gemacht haben und sich aber für etwas ganz Tolles halten. Also ich darf das sagen, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe auch das Diplom gemacht, also ich bin eine diplomierte Schauspielerin und das sind wirklich Statisten. Und die machen das aus dem Beruf. Die nie einen Breakout haben, weil sie scheiße sind. Ja, genau, aber halten sich, weil die haben schon mit dem zusammengespielt und mit dem und mit dem. Und halten sich, weil sie kommen mal 10 Sekunden irgendwo vor und halten sich für Schauspieler. Und ja, und die gehört da definitiv dazu in diese Klasse. Genau, die gibt es wirklich bis heute. Wobei, ehrlich gestanden, ich hätte gerne ihr Gesicht und ihre Position und ihren Satz auf einem T-Shirt. Also ich hätte nichts dagegen, weil das ist... Es ist einfach, Hilfe, es da ist jemand aus dem Fenster gefallen. Oh, oh nein, was soll ich jetzt machen? Also wirklich, ich bewege mich noch ein das bisschen. War, also wie gesagt, die ganzen Witze waren... Aber die waren schon wieder lustig. Nein, ja eben, also es ist, wie gesagt, die Witze haben ja was, weißt du? Ja, es ist, eben. Es ist ja nichts Schlechtes dabei. Nein, es ist nicht total. Es ist zum Beispiel kein Film, wo ich jetzt, oder keine Serie, wo ich jetzt sage, so schlecht, dass es wieder gut ist. Ja. Weil es ist tatsächlich... Zum Teil gut. Ja, sie haben wirklich gute Witze zum Teil geschrieben. Es wirkt wie ein Anfangsprojekt eben von einem sehr, 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 sehr jungen Regisseur. Ja, absolut. Ja. Bis jetzt immer nur so 5 Minuten Filme gemacht hat. Ja, und jetzt kommen wir eben von den Witzen weg, leider, und gehen über zu den Frauen, weil das ist mir aufgefallen, jetzt für dich halt nicht, aber es sind in dieser Folge extremst viele Frauen, die viele Rollen bekommen haben, die wichtig sind, und wir haben die Endauflösung wird auch von einer Frau betrieben im Endeffekt. Ja. Wir haben in wichtigen Rollen, zwar Nebenrollen, aber doch wichtigen Rollen jetzt Frauen. Mhm. Es ist einfach generell eine, also zumindest mir ist das so aufgefallen, die Folge, wo definitiv, weil wir hatten schon mal mehr Frauen, also eine ähnliche Menge an Frauen, aber die waren alles irgendwelche... Komisch. Ja, es stimmt. Also wie gesagt, wir haben jetzt endlich eine Kommissarin, die eine Frau ist. Wir haben, die vor allem was sagen darf und nicht nur einfach da ist. Und da muss ich noch dazu sagen, die hat wirklich gut gespielt, also sehr naturell. Ja. Und also die war nicht streng, sondern die hat wirklich menschlich, menschlich gefragt, okay, sind sie sich sicher, war das eine richtige Waffe, bla bla bla. Ja, und nicht so ein Arschloch, wie der Kottern halt ist. Ja, genau, und auch sogar mit einem Lächeln. Ja, genau. Ein bisschen Beschwingtheit. Ja, und absolut. Einfach eine Frau, die wirklich auch den Fall lösen will, die seriös wirkt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, eben, und die B-Story geht ja auch dann um die Tochter vom Kottern.
die stimmt. eben schwanger ist und die Mutter und die Dualität immer dazwischen. Weil die, ah, die, die, ich habe es einmal dir gesagt, dass er alt ausschaut und der Freund von Cottons Tochter wird in deinen Augen mit jeder Szene älter. Aber ist ja. auch, er ist auch alter, also der Schauspieler, relativ zumindest. Er ist relativ und zu ihr. Ist sie ist 24, er, also sie ist in der Storyline, ist 24. Ich habe noch nicht erfahren, wie alt er sein soll. Er ist mir noch nicht aufgefallen, aber ausschauen tut er aus wie er fängt an Anfang in, 30. In der, er fängt an mit Anfang 32, 33 und endet mit 40, 45. Jedenfalls. Das ist aber das Close-Up auch voll. Jedenfalls. Oder eine andere Visagistin, ich weiß ja, nicht. Ja, jedenfalls sie, ob die das überhaupt hatten. Ja, sie hatten sicher jemanden. Sicher. Für die Maske. Nein, für die Maske. Definitiv, sonst reflektiert das ja alles. Nein, nein, das ist Mutter, also, brauchst du. Weil sonst, ja, nein, und. Sonst und glänzen alle wie gepökeltes also, Fleisch. Absolut. Nein, aber eben genau. Und eben, sie, die Mutter regt sich dauernd darüber auf, dass ihre Tochter anscheinend doch vielleicht unter Umständen zu viel Sex hat mit ihrem Hapschi. Und dann stellt sich eben heraus, dass sie schwanger ist. Ja. Und das ist die beste Szene, weil du weißt nicht, ob sie komplett zerstört ist oder nicht. Und die, vor allem die Tochter und der Freund haben ihnen nichts erzählt, den Eltern, sondern nur den Eltern vom Hapschi. Und dann kommt der größte Blumenstrauß, den ich jemals gesehen habe. Von also noch, die Eltern noch, kommen vom... Extra schiercher Blumenstrauß auch noch, weißt du? Nicht, dass das ein wunderschönes Gesteck ja, war. Ja, mit Krokussen und Dingen. Keine Ahnung, was das war. Ich kenne mich mit Blumen leider nicht genauso aus. Aber eigentlich also so hoch, also dass man ihn richtig aufstellen kann. Und ja. Sicher... Monstergröße, ja. Es ist nämlich das, was sich, woran sich dann die Mutter dran festhält. Ja. Oh, und natürlich wird geraucht und getrunken, nachdem man rausgefunden ja, hat, genau, dass sie... Die schwangere Tochter trinkt natürlich auch einen Wodka. Ich glaube, es war Wodka. Ja, oder war, ein Schnaps. Ja, doch, es war Wodka. Jedenfalls war nicht Wodka. Cool. Nicht cool, dass sie das trinkt. Das ist eine das ganz schlechte ist, Idee. Jedenfalls, das waren einfach... Ja, weißt du, es ist, ja, es war... Aber es waren generell, schöne Frauenrollen, weißt du? Ja, ja, es waren schon schöne Frauenrollen, wobei ich sagen muss, die Tochter hat, glaube ich, bis zum Schluss nichts gesagt, oder? Doch. Also bis zu, am Schluss hat sie dann was gesagt ja, und, davor, da, nein, und davor hat sie gesagt, na geh oder so. Sie hat glaube ich okay. zwei also oder drei Linien. Gegrunzt. Wobei sie hatte schon mal mehr Dialog. Ja, also nein, nein, ich meine jetzt aber nur in dem Fall, ja. In der Folge. Also absolut. War eigentlich immer nur die Reaktion eben von den Eltern und so. Ja. Wobei ich sagen muss, ja, das war... hat sich alles ein bisschen reingeschoben gefühlt. So, oh, vielleicht haben wir zu wenig Plot. Nein, nein, wir brauchen eine B-Story. Wir brauchen eine B-Story, quetschen wir. Oh, die Tochter ist schon gepasst, mach mal. Ja, nein, aber ich glaube, das war denn das große Schema, weil das mit der Schwangerschaft kommt in der nächsten Folge dann öfters vor und macht mehr Sinn. Also ja. Von daher, es ist schon in Ordnung, aber es ist trotzdem dämlich. Es wirkt aber trotzdem reingeschoben. Ja, nein, eh, nein, nein, eh, das absolut. Aber das tut vieles in der Folge. Ja. Also von daher... Und dann eben die, von der mir... Ah ja, es gibt wieder Brüste zu sehen in der Folge, liebe Zuhörerinnen ja, und Zuhörer. Ganz für die Männer. Nein, oder die Frauen, denen das gefällt. Wer echte 80er-Jahre-Boobs sehen möchte. Ja, den Frauen, denen das gefällt, die brauchen das aber nicht sehen im Fernsehen, weil die können das jeden Tag im Spiegel schauen. Ja, seien okay. wir uns ehrlich, oder? Ja, okay. Wir nein, Frauen, ich habe keine Ahnung. Ich hab keine wir Ahnung. Frauen haben nicht so diesen... Wurscht, jedenfalls Boobs. Und das Wichtige ist, nein, dass die Boobs. Und das Wichtige. Oh Mann. Und das Wichtige ist, das war auch eine gute Schauspielerin. Stimmt. Und sie hat nämlich uns überzeugt bis zum Ende, dass sie einfach. Nicht gut ist. Nein, sie hat irgendwie ein geistiges Problem hat. Oder ja, genau, dass sie eine Borderlinerin ist. Ja, das glaubst du. Das glaubst du. Ich glaube einfach nur, dass sie weird ist, weil sie wird vor allem von der Mutter vom ersten Toten wird sie als Schmetterling bezeichnet, weil sie eben von einem Typen zum nächsten fliegt, weil sie ja was mit dem älteren Bruder davor hatte. Ja, weil sie also flatterhaft ist. Ja, genau, richtig. Und das war, und sie ist wirklich, also sie bringt das wirklich super rüber und sie ist dann auch die, die eigentlich im Endeffekt die Initiative zeigt, den Fall zu lösen. Ja. Also das stimmt, das habe ich auch. Also weil wir haben von den Szenen her, also bin ich
bis zum Schluss nicht dahinter gekommen, eben was will jetzt eigentlich oder weil sie was will der dauernd Film ihren, damit ausdrücken, weil sie dauernd weil sie immer ihren so Freund. lethargisch war und nicht wirklich Emotionen gezeigt hat, so aus, weil sie am Anfang, als eben der Mord passiert ist, hat sie einen Bruder vom Harald beschuldigt und gedacht, dass er es war. Mehrmals. Na, und sie hat ja gesagt, so, na, wegen mir hast du ihn umgebracht und so. Und er hat so, und dann so gemeint, der Bruder, eben der Ältere, ja, und was machst du jetzt? Und sie so, Ja, und in Wirklichkeit hat sie anscheinend bis zum Ende gesucht, wer der wirkliche Mörder ist. Und einfach eins und eins, in dem Fall wirklich eins und eins zusammengezählt. Ja, weil der also. Schlussclou war nämlich, das Todesopfer hat nämlich anscheinend im Tode noch den Clou gegeben auf dem Fu. Im, genau, er ist in der Todesstarre hat hat er einen ein, Daumen hoch gemacht. Ja, und der Daumen hat eben für sie gezeigt, dass es eins ist. Und der Einser war eben in dann. In einer Szene in 10 Sekunden draufgekommen, dass das. Ja, sie haben irgendwie in 3 Minuten am Schluss dann so, oh ja, Conclusio, wir genau. müssen ganz schnell jetzt noch rausfinden, wer was ist ja. und überhaupt. Ja. Und was genau. dazu geführt hat, dass eben dann. Ja. dann sie gewusst hat, wer der Bösewicht ist, und das ist eben der Schönling. Ja. Eben, und der, wie hieß er nochmal? Ich nenne ihn einfach Schöni. Also ja, Schöni war der Böse. Der Blonde, der einen anderen Haarschnitt hatte als alle anderen. Anderen. Es hätte uns auffallen müssen, dass er es ist, oder? Stimmt. Weil er hat eben er war eben der Schönling von allen, er hat praktisch nie einen Dialog gehabt, er ja. war einfach nur da und hat sexy ausgeschaut. Und Vor allem, er hat das Beste, weißt du, er ist der schlechteste Verbrecher aller Zeiten, weil er ihr alles erzählt. Alles. Sie fragt ihn und er gibt ihr Antwort, weißt Nein, du? Das ist, das er ist, beschreibt das ist klischeehaft. Was, dass der Mörder einfach nichts naja, kann? Oder? Da machen sie sich auch in Hollywood schon drüber lustig, dass, weißt du, bevor, also der Bösewicht sitzt da und er verrät seinen ganzen Plan. Genau, und dann... Und das gibt eben genug Zeit dem Helden irgendwie was zu machen. Das haben wir bis heute, dieses Problem. Aber, ja, aber das war ein sehr krasser Fall davon. Ja, es war vor allem sehr krass, weil es so emotionslos gespielt wurde. So, ja, ne, ich hab das Geld gebraucht. Ne? Ja, eben. Also ich mach's jetzt anders. Das war schon, es ist eigentlich so, na, ich musste halt dafür morden und eigentlich wollte ich eh nicht, aber dann war es halt schon zu spät, wie ich drauf gekommen bin. Ja, also wirklich, das war... Also da waren die muss ich sagen, die Bösewicht oder die Verbrecher von Bullen von Tölz noch überzeugender als ja, ja, aber das ist auch, da sind ja auch 20 Jahre dazwischen. Ja, mindestens das stimmt, 20 aber Jahre. Ich muss sagen, es gibt schon, also gute Schauspieler auch zu der Zeit damals. Weil ja, nein, es hat auch davor schon gutes österreichisches Fernsehen also, gegeben. Biene Maier zum Beispiel. Das war am Anfang, was war das? 1A-Schauspieler. Nein, jedenfalls, also der Schöne war es und er erzählt alles und dann kommt aus der Tür, bricht dann heraus, nebenan, wie auch immer der dorthin gekommen genau. ist, bricht der Kott dann raus und sagt, du bist verhaftet, so eine ja. Deus Ex Machina Lösung mehr oder ja, weniger. Ja. Na, man sieht schon, also dass die Freundin eben, die dann draufkommt, dass der Schönling das war, eben bei ihm anläutet, bei der Tür, bei einer ja. schönen Altbauwohnung, einen echt schönen, ich kommt mir sogar bekannt von, dass die Wohnung. Ja, in der waren wir alle schon. Ja, also, genau, alle waren da. Ja, ja. Nein, auf jeden Fall sehr, sehr schön und sie läutet eben an, er macht die auf und man sieht eben, wie sie noch die Tür offen lässt. Also die wir haben uns eben zuerst gedacht, dass sie dass einfach sie einen Fluchtweg kann, hat. Ja. Was eine viel schönere Lösung gewesen wäre. Als dass einfach der Kott dann, sie hat ihn nie angerufen, es hat nie ja, eine Szene und, gegeben, genau, dass sie... Und da möchte ich jetzt mal anschließen, weil diese Filler-Szenen, die man eigentlich brauchen würde, dass zum Beispiel man sieht, während sie zu dem Schönling geht und ihn eben zur Frage stellt, dass eben der Bruder vom Harald, vom Ermordeten, den Kott dann währenddessen anruft und sagt, ja, Polizei. Das, weil sie hat ihm überhaupt keinen Tipp gegeben Nein, oder irgendwas. Nein, man sieht nichts. Oder zum Beispiel, wie sie auch die Verdächtigen verhaftet haben, die stehen plötzlich im Polizeipräsidium und man weiß nicht, wo die hergekommen sind. Ja, eben, es hat mehrere solche Szenen gegeben, ja, und absolut. Es wurde oft viel Zeit mit irgendwelchen Gesprächen verwendet, die oder, sehr langweilig waren und... Oder? Die beste Action-Szene überhaupt. Ja, wo kurz davor eben der Cotton und Schrammel sind auf der Suche nach den Drogendealern und finden eben eine Wohnung, wo die Drogendealer wahrscheinlich drin sind. Und er so, renn die Tür ein. Und er so, darf ich das überhaupt? Und er so, ja, im Film schon.
Woraufhin der Schrammel anfängt, die Tür einzurennen, was natürlich klappt es beim ersten Mal nicht, und beim zweiten Mal macht die Person die Tür einfach auf, woraufhin der Schrammel durchrennt, durch eine Wand durchrennt und bei einer Frau im Bett landet. Weil er so schnell war. Und ja, eben. So, ui. Ja, aber dem passiert immer, er hat immer die Pech-Szenen, eindeutig. Und das war großartig, weil dann kämpft der Kotter nämlich gegen die zwei bösen Drogendealer. Ja, und oh Mann, den ersten schlägt er mit. Er trifft ihn nicht einmal, es hat keinen Kontakt gegeben. Es gibt immer so ein. Also so ein. Das Schlaggeräusch ist das schlechteste Schlaggeräusch. Ich mache mein Equipment nicht kaputt. Das ist das Schlaggeräusch. Ich weiß nicht, ob man das eben überhaupt hört. Es ist das Geräusch, wenn man mit der Hand gegen das Mikrofon schlägt. Ja, und vor allem schlecht. Das haben sie als. Also. Ja. Weil sie sich anscheinend keine besseren Schlageffekte leisten konnten oder irgendjemanden hinstellen, ihm eine runterhauen und das halt verwenden. Nein. Das auch noch wieder. Oder es war absichtlich als Humor gedacht, keine Ahnung. Jedenfalls, es war lustig, weil er braucht 3 Schläge, um den ersten Drogendealer down zu kriegen, und den zweiten braucht er nur noch 2 Schläge. Und das war eine. Vor allem, wir haben dann die Theorie aufgestellt, dass die 2 Drogendealer definitiv zusammen sind. Ja, weil sie haben sehr, sehr, wie sie dann aneinander gekettet waren. Lastziv. Sie haben ausgesehen, als würden sie sich gegenseitig die Hand halten. Und sie waren beide im Schneidersitz gegenüber dem Bett. Sie sind auf dem Bett gesessen. Ja, sehr sexy. Sehr sexy. Und vor allem, warum haben die nicht mehr Material bekommen? Weil das waren anscheinend bessere Schauspieler. Das stimmt. Und sie haben besser ausgesehen. Ja. Und sie waren generell, ich glaube, das war vielleicht der ursprüngliche Plan. Hey, machen wir über Drogendealer eine Szene, eine Folge. Oh nein, schreiben wir irgendwelche 17-jährigen HTL-Leute rein. Ja, genau, weil das ist anscheinend besser. Vielleicht müssen sie eine Quote erfüllen. Keine Ahnung. Ihr hattet noch keine mit John Lennon Haarschnitt. Ja. Okay, die Quote. Jetzt brauchen wir 15 von denen, ja, genau. Nein, also das war eine wirklich tolle Action-Szene. Hat mir irrsinnig gut gefallen. Tipptopp gemacht. Die war süß. Also die war. Ich habe sehr viel gelacht. Süß, ja. Ich habe sehr viel gelacht. Und das war. Aber ich bin auch leichter zu amüsieren als die meisten. Das stimmt. Ja, hast du noch irgendwas zu. Ist dir noch irgendwas Spezielles aufgefallen in dem Ganzen? Weil ich glaube, jetzt sind wir am Schluss, wir sind am Fazit. Ja. Würdest du jemanden anderen, das frage ich jeden, würdest du jemanden anderen Kotton empfehlen? Ja. Ja, und zwar auch deswegen, diese Folge? Auch diese Folge, okay. weil ich find's für mich einfach wichtig und deswegen auch für andere, dass man einfach lernt, das Medium, Fernsehen, Kino, dass man einfach unterscheiden lernt und auch sieht, was gut ist, genau, unterscheiden lernt, auch was ist heimisch, was ist für uns ausschlaggebend oder was macht uns aus, was macht den österreichischen Film aus, die österreichischen für uns ein Kontext einfach auch bedeutet. Und dass wir uns nicht eben von Hollywood da eben zulaufen lassen, sondern dass wir auch unser eigenes Ding finden und auch eben kritisch was darüber, ja. Und zwar nicht nur jetzt den alten Sachen gegenüber, auch den neuen Sachen und auch den Hollywood-Sachen gegenüber, weil, wie gesagt, es ist, man sieht Potenzial drin und ich finde, Kotton wird dann auch besser. Und es wird daraus gelernt. Also es ist ein Projekt, das nämlich auch, wenn man es jetzt wieder umsetzen würde, ein total cooles Genre sein könnte. Du meinst, also Kotton wäre ein Reboot wert? Ja, auf jeden Fall. Wen würdest du jetzt als Kotton casten? Jetzt als Kotton? Puh. Würdest du jemanden, also würdest du einen alten Kotton nehmen? Also dass er jetzt, keine Ahnung, 60 oder 70 ist? Oder würdest du einen jungen Kotton wieder machen? Vielleicht ein Prequel quasi, bevor er. Also würdest du ihn in der Jetztzeit ansetzen oder noch in 1980er Wien? Nein, ich fände die 80er Jahre schön. Aber es ist schwierig, die Sets heutzutage zu finden. Beziehungsweise man hat, also wie es zum Beispiel jetzt auch bei Gotham gemacht wurde, dass sie so 60er, 70er... Gotham, nur so für die Leute, die es nicht kennen, ist eine Serie aus dem... Einfach googeln. Ja, wir haben Google, gute Idee. Gotham Series, einen kennt euch aus. Und das spielt auch in der älteren Zeit, aber sie haben schon Handys oder so. Also, dass man das ein bisschen verändert. Das kann nämlich, das ist nämlich das Coole, das kannst du beim Film machen und bei Serien. Ja.
Und da Kott dann ja sowieso immer die vierte Wand bricht. Oh ja, ja, stimmt, genau. Dass das einfach kannst du auch in den 70er Jahren jetzt Handys einführen. Oder sein Sohn, der furchtbar ausschaut, aber ein leibender Typ ist in der Folge. Ja, und wen würde ich als Kott dann... Du musst die Frage nicht beantworten. Nein, aber ich würde gern den... mir fällt es blöder, dass es sein Name nicht an der... den Falco gespielt hat bei dem Film. Oh ja, ja, ich weiß schon wieder. Aber der hat vorher eben in einer Band gespielt. Und er wäre ein super Cotton. Ja, ich glaube, er wäre... Weil er kann nämlich das Humorige und trotzdem noch ernst bleiben. Und das, ich glaube, er war gut. Wär definitiv... Also ist ein guter Tipp, ja. Wäre eine... Es wird nicht passieren. Sie werden kein Cotton-Remake machen. Ja, leider. Definitiv ich nicht. Ich finde, die Serie und das Konzept hat Potenzial. Oh ja, absolut. Sie könnten was wieder in der Richtung machen. Ja. Absolut. Österreichischer Film ist noch nicht tot. Genau. Und das ist unser Message für heute. Man muss es deswegen schauen, damit man sieht, wo es angefangen hat und wo wir jetzt stehen. Ja. Und wir können auf jeden Fall was für einen guten Film. Ja, ich glaube, das war's für die heutige Folge der Recottoning wieder. Ich danke meinem heutigen Gästin, Simone, danke ich vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke auch, dass vielleicht ich da sein durfte. Haben wir dich wieder in einer zukünftigen Folge. Ja, ich mache auf jeden Fall eine Sammelfolge, wo mehrere Leute zusammen sind, also dass es nicht nur ich bin. Also da wärst du auf jeden Fall. Ein Happening. Da wärst du auf jeden Fall dabei, oder? Auf jeden Fall gerne. Okay, war wieder mal sehr toll. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt, alle. Und ich freue mich auf das nächste Mal, das bald wieder hochgeladen ist, weil ich habe die Folge eh schon aufgenommen. Also Episode 4 und 5 werden kurz hintereinander passieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und whatever. Oder whatever. Bye, bye. Ja, bis zum nächsten Mal.